Tachchen, mein Name ist Sebastian, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um diese Scharniere hier. Das sind Topfscharniere oder Topfbänder, besser gesagt. Die hat wahrscheinlich jeder von euch zu Hause. Meistens werden die für Schränke verwendet oder für Küchentüren oder je nachdem. Und die neigen ganz schnell dazu, mal rauszureißen. Besser gesagt, wenn man das mal ein bisschen knallt oder man Spanplattenmöbel hat, die nicht so wirklich hochwertig sind, mit der Zeit geben die Bohrung oder die Bohrlöcher nämlich nach. Und da gibt es drei Möglichkeiten, die ich dir zeigen möchte, wie du das Ganze reparieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ein sogenanntes Topfscharnier nennt man Topfscharnier, weil auf der einen Seite das Scharnier aussieht wie so ein Küchentopf. Dieses Scharnier hier wackelt schon extrem hin und her und das liegt daran, da eine Bohrung wahrscheinlich ausgenudelt ist. In dem Fall ist es so, dass wir auf der linken Seite eine kleine Kunststoffhülse haben. So werden manchmal auch Topfscharniere angebracht. Auf der rechten Seite fehlt diese kleine Kunststoffhülse und jetzt müssen wir da wieder etwas Fassung reinbringen. Und dafür nehme ich Streichhölzer, ganz gewöhnliche Streichhölzer und Holzleim. Holzleim Express. Warum Express? Es soll natürlich schnell abbinden. Was müsst ihr machen? Erstmal einen Tropfen Leim hineingeben. Da solltet ihr nicht sparen. Und dann nehmt ihr ein Streichholz und verteilt den Leim in das Loch. So ein bisschen rumstochern und dann stopft ihr das Loch so voll, bis da keine Streichhölzer rein mehr gehen. In der Regel sind das 2 bis 3 Streichhölzer. Dann gibt ihr noch mal ein bisschen nach mit einem Hammer, so dass die Streichhölzer auch schön tief ins Loch hineingehen. Lasst das Ganze 1 bis 2 Stunden trocknen und danach könnt ihr die ganze Geschichte mit einem Stecheisen abnehmen oder mit einer kleinen Dübelsäge. Aber Obacht, seid bitte vorsichtig und stellt euch nicht an, so wie ich. Die Tür war jetzt nicht festgespannt und voilà, haben wir eine Macke in die Tür hineingeschlagen. Also sehr, sehr vorsichtig. Topfscharnier wieder aufgelegt und festgeschraubt. Und dadurch, dass jetzt die Streichhölzer drin sind, haben wir natürlich ein bisschen mehr Fleisch gewonnen. Die Schraube greift auch wieder besser und das Topfscharnier sitzt wirklich bombenfest, wie ihr hier sehen könnt. Wenn ihr keine Streichhölzer zu Hause habt, könnt ihr natürlich auch Uhu verwenden. Besser gesagt Sekundenkleber und etwas Watte. Das ist eigentlich der gleiche Effekt, nur mit anderen Materialien. Wir nehmen die Watte und stopfen die in unser Bohrloch. Schön satt reinstopfen, bis da wirklich nichts mehr reingeht. Und dann kommt unser Sekundenkleber zum Einsatz. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass es ein flüssiger Sekundenkleber ist. In dem Fall ist es eine gelartige Masse. Es geht auch, aber flüssiger ist viel besser, weil er wirklich bis zum Grund runter geht und dann quasi die Watte wie Stein erhärten lässt. Ich vermische das Ganze jetzt mit einer Schraube. Und dann lassen wir das Ganze auch wieder trocknen. Passt bitte auf, dass der Sekundenkleber nicht auf den Dekor kommt. Ja, ihr kriegt das dann nicht mehr ab und habt dann die Schranktür von der Oberfläche her versaut. Im Anschluss könnt ihr das Topfscharnier auch wieder festschrauben. Es könnte durchaus sein, dass ihr sogar die reparierte Stelle vorweg vorbohren müsst. Aber in diesem Fall geht das auch so. Und somit haben wir auch wieder die Bohrung repariert. Besser gesagt, das Topfscharnier ist wieder bombenfest. Im Härtefall sieht das Ganze so aus. Das Dekor ist rausgebrochen. Ihr seht, das ist eine Spanplatte und da helfen keine Streichhölzer mehr und auch keine Watte mit Sekundenkleber. Sieht wirklich sehr, sehr brutal aus. Kann aber durchaus mal passieren, wenn Kinder am Werk sind oder einer selber die Tür irgendwie, ich weiß es nicht, aus der Hand gleitet, weil man sauer ist. Jedenfalls wollen wir das Ganze jetzt reparieren und da gibt es auch 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit beinhaltet, das Ganze zu spachteln. Da gibt es einen Haftstahl, dichtet, füllt und verbindet dauerhaft Metall, Holz, Guss und Stein. Wenn du nicht so viel Zeit hast, dann gibt es solche Reparaturplatten. Die sind immer für eine Seite, einmal oben, einmal unten das Band, sind aus Edelstahl und diese sind für beide Seiten ausgelegt. Bei uns im Topffall, wie man sagt, und da ist das Gegenstück von diesem Topfband, was sich meistens im Schrank befindet. Das müsst ihr einfach nur raufsetzen und festschrauben. Als kleinen Tipp, setzt bitte das Topfscharnier vorweg rein, damit ihr das Ganze auch wirklich akkurat übernehmen könnt, die Bohrung dann. Und dann bohrt ihr das Ganze vor und mit den mitgelieferten Schrauben fest. Ich verwende jetzt hier einen Spezialbohrer, der ist extra dafür ausgelegt für Topfscharniere, damit wir auch immer die Mitte treffen. Denn bei solchen Scharnieren ist es wirklich wichtig, die Mitte zu treffen. Wenn wir jetzt außerhalb der Mitte ein Loch bohren und die Schraube festziehen, da es ja konisch läuft, dann kann es durchaus sein, dass das Topfscharnier schräg ist. Jetzt festgeschraubt, die Löcher waren schon vorweg vorgebohrt und das Topfscharnier sitzt wirklich wieder bombenfest und die ausgebrochene Schadenstelle ist fast gar nicht mehr zu sehen.
Und hier zeige ich euch nochmal einen Satz, damit könnt ihr Top-Scharniere komplett neu bohren. Da ist eine Schablone drin, damit kannst du beide Seiten bohren. Ist alles sehr, sehr verständlich erklärt. Und ein Forstner-Bohrer und auch ein Bohrer, womit du dann dementsprechend die Bohrung setzen kannst. Dieses Set werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. So, Scharnier sitzt drin. Die Tür war allerdings nicht kaputt. Diesen Schrank hier, den habe ich mal mit Steffi gebaut. Darüber gibt es einen Zweiteiler. Das Video dazu, beziehungsweise die beide, findest du unten in der Videobeschreibung. Und auch nochmal ein Video, wie du solche Scharnier- oder Topfbänder einstellen kannst. Denn oftmals ist es so, dass die Türen mit der Zeit auch hängen. Je nachdem, entweder hängen die von alleine oder irgendjemand hat sich rangehangen. Wie du das einstellen kannst, was es da für Tipps gibt, das zeige ich dir in diesem Video. Ansonsten würde ich mich über einen Handwerker-Daumen nach oben freuen. Und wenn du auf der Suche nach gutem Werkzeug bist, dann bitte ich dich einfach, besuch meinen Werkzeugshop. Dort findest du alle meine Werkzeuge, die ich verwende. Nicht nur für dieses Video, sondern auch für dieses Projekt da oder für alle anderen Projekte. Ist ganz einfach. Den Link dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, gib dem Video einen Handwerker-Daumen nach oben und viel, viel Erfolg beim Reparieren deines Schrankscharniers oder Scharniere, je nachdem. Ciao.